Ja, hallo, herzlich willkommen zurück bei Greedfall. So, wir sind immer noch unten im Gefängnis und jetzt wollen wir da wieder raus. Wir sollen in 4 Stunden bei dem Händler sein und wir müssen den Cousin, Vetter, was der Cousin, Bruder, wie auch immer, von dem Händler befreien. So, kurz mal gucken. Da ist Hauptquest. Achso, wir müssen jetzt noch die Waren. Ja, dann gehen wir nochmal wieder runter. Das war klug, nicht. Erst die Waren rausschaffen. War hier, ne? Da drin. Da haben wir die Handelsware und dann müssen wir in der Arena als Sieger hervorgehen. Okay. Also, um ihn zu befreien, müssen wir den Kampf in der Arena zu gewinnen. Wunderschön, aber das sollten wir dann erst machen, wenn wir die 4 Stunden abgewartet haben. Jetzt könnte ich natürlich sagen, oh, ich schneide mal ganz kurz. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die 4 Stunden rum sind. Aber leider funktioniert das in dem Programm nicht. Hatte ich ja schon mal erwähnt, dadurch, dass wir in HDR aufnehmen. Von daher haben wir da nicht viele Optionen, als kurz zu warten. Wir bringen einmal dem Händler sein Zeug wieder, hoffentlich. Aber wir können mal gucken, wo ist es denn? Die Arena. Ach so, ist direkt hier vorne. Wir müssen uns jetzt aber in die Richtung begeben, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Ja, interessant. Tier for the day. Ach, da vorne steht er. Können wir mit ihm schon mal sprechen? Ah, on Ol Manawi. I'm glad to see you again. I'm just passing through. Hilfreich. Hat uns aber ein bisschen Zeit, glaube ich, runtergesetzt. Geräusche in meinem Zimmer. Katzen. So. Gucken wir mal, haben wir uns schon mal umgeguckt? Ja doch, ich glaube, wir sind schon mal rübergegangen. Können wir mal schauen, ob wir irgendwo noch ein bisschen Loot ziehen können. Hier zum Beispiel. Ich wäre ja fast überrascht, wenn wir im Hafen nicht auch noch irgendwo was kriegen könnten. Und schon sind es auch nur noch 3 Stunden. Oh, das Fässchen hier auch. Ein bisschen Flitzelbritzel durch die Intuition. Sehr gut, sehr hilfreich. Wobei uns die Intuition ja ohnehin schon an einigen Stellen in der ersten Stadt geholfen hat. Macht Platz hier, Mädels. Da haben wir noch was. Munition immer hilfreich, werde ich in der Arena definitiv brauchen. Da können wir Schlosser knacken. Finde ich ein bisschen schade, dass es da kein Minigame gibt. Brief von Egon an den Zöllner. Wir werden heute Abend im Steinbruch in der Nähe der nördlichen Tore auf dich warten. Hoffentlich wirst du die Fehler, die du bei deinen letzten Einsätzen gemacht hast, erklären können. Es wäre eine Schande, wenn wir dich bestrafen müssten. Du hast so reizende Kinder. Egon. Dann muss ich wohl mal abends zu den Steinbrüchen. Ich werde wahrscheinlich gleich gegen die Gardemitglieder kämpfen dürfen. Darauf sollte ich gefasst sein und ich werde sie wahrscheinlich töten, wenn sie mich nicht töten. Wo ich aber erst einmal nicht von ausgehe. So, ich sitze hier ehrlich gesagt auf meinem Stuhl auch nicht so wunderbar gut. So wirklich gut. Da ist eine Kiste. Zumal ich ja jetzt die
eine Abdeckung über dem Controller platziert habe, auf dass ich vielleicht das Geklicke der Tasten ein wenig aus der Aufnahme raushalten kann. Und ich nebenbei immer noch überlege, wie ich das Geklicke der Tastatur aus meiner Cyberpunk-Aufnahme raushalten kann. Die läuft nämlich auch so mehr oder weniger parallel gerade, wobei ich mich noch nicht so ganz rantraue. Und Greedfall gerade äußerste Priorität von mir zugewiesen bekommen hat, um meiner Frau eine Freude zu machen, die sich dieses Let's Play hoffentlich gerade jetzt anschaut. Ja. Gut, hier sieht aus, als hätten wir den gesamten Loot. Das ist jetzt Zeitschinderei, ich weiß. Ach, guck mal, da haben wir die Schnellreise. Wer bist denn du? Admiral Cabral. Naja. Uninteressant. Zunächst. Können wir hochklettern? Was gibt's denn hier? Verbotene. Ist zwar eine verbotene Zone. Da sollten wir uns jetzt nicht erwischen lassen, sonst müssen wir kämpfen und verlieren dadurch wahrscheinlich am Ende noch Ruf. Ich versuche nach Möglichkeit irgendwie den Ruf bei allen möglichen Fraktionen hochzuhalten. Das wird natürlich nicht bei allen Fraktionen möglich sein, weil es mit Sicherheit auch welche gibt, mit denen ich mich nicht anfreunden möchte. Aber bei allen, die in irgendeiner Form einen Nutzen haben werden, sollte ich das vielleicht dann tun. Jetzt bin ich wieder am Hafenviertel. Hm. Ah, hier soll ich hinkommen. Ja. Na komm, noch 40 Minuten. Den schaffen wir ja wohl. Wir haben jetzt alle Kisten, die hier so direkt irgendwo... Achso, da. Alles klar. Ne, da ist einer. Die hier so direkt überall irgendwo stehen, haben wir jetzt gelootet, wollte ich gesagt haben. Verstärkter Handschuh, interessant. Die Kriegshammer ist auch interessant. Aber den können wir wenigstens verscherbeln. Ich hätte nur über die Mauer nochmal gemusst. Na gut. Da ist auch noch was. Dass ich das Geglitzer überhaupt sehe, wundert mich. So, warten wir kurz. Wir sind ja jetzt quasi direkt nebenan. 20 Minuten. Glücklicherweise dauert das nicht allzu lange. Ich gehe davon aus, eine Minute, eine Sekunde. Nein, nicht ganz. Etwa anderthalb. Zwei. Eine Minute, zwei Sekunden. Irgendwie so in etwa wird es sein. So spannend das auch gerade ist. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome! It's such a pleasure to have you seen anything to your liking. So, did they take the bait? Yes, Your Excellency. And I am very happy to see you. One of them came to the shop yesterday. He gave me 24 hours to raise the money required, which means that the entire gang could appear any minute now. Perfect. I'll hide and wait for their arrival. And rest assured, I will not let them go. Thank you for your visit. See you soon. I hope you have what we're looking for, my good friend. Our man with the silver coin is not known for his patience. Well, I moved heaven and earth to collect the sum, but alas, I ran out of time. More fool you if you think Egon will be satisfied with your sorry excuses. You know what happens to those who refuse to pay. Leave this man alone at once. You're under arrest. We'll see about that. And who will stop us? We are the guard.
You certainly don't deserve such a name. Bunch of cowards. Yield without a fuss and you'll have the right to a trial. Really? And then it'll be the gallows. Do you think we're pushovers? Na komm. Ach, ich muss auch die richtige Taste erwischen. Move away. Things are about to get dicey. Da ist deine Rüstung hinüber und da bist du hier rüber. So geht es. You saved my trade and my life. Stay alert. Their leader was obviously not present. I heard about the man with the silver coin, but this is the first time they told me his name. If they let him escape, it's only because they were thinking of killing you. I beg you, find this Egon and stop him. None of us will be safe as long as he's free. Don't worry. I don't intend to let him go. You'll find all you need. Haben wir nicht. Hast du recht. Suchen wir die erstmal und Egon wissen wir, wo ist. Plünderen. Alles nehmen. Ich hoffe, dass es dir gelingt, diesen knausrigen Händler dazu zu bringen, das Geld rauszurücken, denn wir werden seine verspäteten Zahlungen nicht mehr tolerieren. Ich werde in der Gasse vor der Kaserne auf dich warten. Komm nicht zu spät, Egon. We must find this Egon. At the barracks, perhaps. I doubt our man goes openly by that name. It is the silver coin we must look for. Das kriegen wir hin. Wir haben jetzt zwei Briefe, die gegen Egon sprechen. Lass mal kurz auf die Karte gucken. Ich müsste geradeaus durchgehen können. Da war ich auch noch nicht in dem Bereich der Stadt. Alles knistert und knastert hier. Gut. Eine Kiste. Ah, so, men, how's it going? Everything's fine, Lieutenant. Nothing to report. All our friends are quiet. Perfectly quiet. As soon as they hear about a silver coin, they start trembling. Good. It would be a shame to have to make another example of them, right? Oh, there's no need, Lieutenant. They've been as sweet as lambs since Renault's accident. Accidents happen so quickly. I'm waiting for another delivery today. Have you seen your comrades? No, they must have stopped at the tavern on the way. As soon as we see them, we'll send them your way, Lieutenant. I hope those idiots aren't drinking my dew. No one would dare do that to you, Lieutenant. I hope not. Or I'll have to remind them that the silver coin can shake everyone, even the guards. Well, I'll lead you. I have urgent business to attend to. Now. Don't forget to send me those drunkards. Farewell, Lieutenant. There's no doubt. Here is our man. Let's follow him discreetly. Diskretes Folgen, aha. Mal, ob ich das hinkriege. Aren't you a part of the prince's... If you will excuse me, hey. My business needs attending to. Who are you? You're following me. Indeed. We would like to talk to you about the silver coin, Egon. It's now or never. Dann holen wir uns mal Informationen von ihm, wa? Egon? You must be mistaken. I don't know anyone by that name. Do not take us for fools. We heard you speak with your men. I don't know what you've heard, but you're wrong. I'm not Egon. Regardless, you are implicated in a murder and in the extortion of merchants. You are therefore under arrest. And we will finish by having you tell us who Egon is and where to find him. Oh yes, we'll see about that. Erstmal die Rüstung wegmachen. Dann ist der Rest kein großes Problem mehr. Hey! Trink mal einen Trank. Jetzt machen wir erstmal die Kleinen platt. Jetzt machen wir Egon platt. Falls er denn Egon ist.
So. Have you finally decided to follow us? So you can torture me. You can do whatever you want. I'll not tell you anything. I don't know who Egon is. I'm just a middleman. You're wasting your time. You must know more than you're willing to say. Come on. I'd rather die. Er kriegt seine Rüstung sogar wieder. Okay. Durchsuchen wir gleich den Leichnam. Erstmal durchsuchen wir die anderen beiden Leichname. Nehmen uns ein bisschen Zeug mit. Wahrscheinlich sind wir gleich wieder voll. Ja, ich wusste ja, dass das nicht funktioniert mit dem Hinterherlaufen. Nur weil ich die Kiste da plündern wollte. Für Silver Coin. His symbol of recognition. I have to show it to Manfred. Dann zeigen wir sie Manfred. Der müsste irgendwie in dieser Richtung sein. Sie ist auf jeden Fall Magierin. Das ist schon mal dann ganz schlecht. Das lief doch schon mal gar nicht schlecht. So langsam komme ich in ein Kampfsystem rein. Die Steuerung ist mir aber immer noch ein bisschen zu schwammig. So, Manfred. Ja, und den Zornangriff habe ich überhaupt noch gar nicht irgendwie mal verwendet, ne? Moment, können wir denn auf dem, Coin irgendetwas sehen, das für uns interessant wäre? Das sind die ganzen Quests. Das sind die Briefe von Egon. Ein paar Sachen, die wir gefunden haben. Ein paar Personen. Steuerung ist halt so eine Sache, ne? Geprägte Silbermünze habe ich 2 Stück von. Diese Münze wurde mit einem einfachen Kreuz geprägt. Die Wache, die die Gruppe anführte, die Geld von den Händlern erpresste, trug sie bei sich. Die für die Erpressung von Egons Bande scheinen diese Münze als Erkennungszeichen zu benutzen. Okay. Hallo, Your Excellency. What can I do for you? I conducted my investigation on the extortion organized by members of the Guard. I think I've put an end to it, at least temporarily. Unfortunately, I had to kill some of them as they were about to attack a merchant. But there are still some other soldiers involved that I should tell you about. Thank you, Your Excellency. I will have these men arrested immediately. These foolish brutes not only harm your merchants, but the entire reputation of the Guard. But you said you've only put an end to it temporarily. What makes you think this criminality might resume? Their leader is still on the loose. They call him Egon, although I doubt it's his real name. I got hold of one of his lieutenants. He was carrying a silver coin, which seems to be a symbol of recognition between the gang members. But the man preferred to die rather than tell us anything about his leader. Loyalty or terror? Terror, I fear. From the merchants to the guards, everyone seems to tremble in front of this Egon. I don't know any guard of that name, but as you said, it's probably a pseudonym. Here, Your Excellency, take this. On behalf of the guard, to thank you for settling this case. And rest assured that I will conduct a thorough investigation on my side. I'll also make sure that in future the city guard is made up only of men of trust. Thank you. I will return to see how your investigation is going. I don't take this matter lightly. Is there anything else? Nee, erstmal soweit nicht. Thank you. Wir haben ein neues Level und damit können wir jetzt eine neue Fähigkeit erwerben. Und das bedeutet, dass wir demnächst dann hier auch Gewehre anstelle von Pistolen verwenden können. Möglich die Verwendung von alchemistischen Präparaten auf Waffen, was den nächsten Treffern einen Effekt hinzufügt. Und wenn ich hier rumgehe, kann ich Bombe.
Okay, was war hier für eine Rolle? Mit an der Spitze hier. Und zwar unter von der Fallen erzeugen. Okay. Trittbeschädigt Rüstung leicht. Zweihandklingenwaffen. Die brauche ich ja gar nicht. Aber ist hier noch irgendwas bei, was sich für mich lohnt? Mehr Schaden. Mehr Schaden. Und dann nur Tritt. Das ist relativ uninteressant. Über die Rolle wäre gar nicht schlecht. Dann gehen wir erstmal hier raus. Gewehr wie geplant. Dann haben wir noch Punkte übrig. Wir brauchen den Ring nicht. Wir brauchen die Magie generell nicht. Wir brauchen auch die schweren Einhandwaffen nicht. Deshalb können wir jetzt erst einmal. Ach, guck mal. Die gesalbten Waffen, da brauche ich 2 Punkte für. Ja, dann sparen wir erstmal. Das ist okay. So, ich habe hier wieder ein bisschen was von Zeug gekriegt, was ziemlich uninteressant ist. Und ich habe einen neuen Oberkörper bekommen. Wie gesagt, die mit den Symbolen sollte ich behalten. Den alten Ledermantel kann ich auf jeden Fall schon mal an ihn abtreten. Gut. Dann haben wir jetzt die Arena, ne? Die war. Nicht hier drin, aber da vorne ist noch eine Kiste, die wir einmal kurz plündern können. Oh, ein Brief oder sowas. Gehen wir erstmal raus und kümmern uns dann um die Arena, die ist links rum. Was der? Werde ich einfach mal angegriffen. Interessant. Die haben sich auch nicht viel Zeit gelassen. Ist das hier rum richtig? Genau, dann die nächste Tür rein. Alles klar. Da ist es. Die Arena. This part of the establishment is reserved for regular customers who paid an entry fee. Sorry, but I can't let you in. Ja, komm. In that case, allow me to pay the fee. We're delighted to have you as a regular customer, Your Excellency. Have fun. Schenken sehen auch alle gleich aus. Was steht da? In die Groschenarena gehen. Jo. Ach, kriegen wir sogar ein Ladescreen. Ein Lagerfeuer. Was können wir im Lagerfeuer machen? Gefährten versammeln, reisen und schlafen. Und hier haben wir jetzt eine Belohnung bekommen. Den Hammer des vergessenen Gottes. Hoher Schaden, aber es ist eine schwere Einhandwaffe mit einer Kraft 2 Voraussetzung. Die haben wir als Belohnung bekommen. Dann ist das schön und gut. Hier können wir was craften. Das ist ziemlich unspannend. Wir speichern aber einmal ganz kurz, bevor wir in die Arena gehen. So weit, so gut. Ich kann nicht speichern. Na, wundervoll. Ah, jetzt kann ich doch speichern. Ah, sollte sich nach Möglichkeit nicht aufhängen. Das Spiel, das hier unschön. So, jetzt geht's weiter. Okay, war nur eine kurze Unterbrechung. So, wir sollen mit dem da reden, nehme ich an. Hallo. Good day and welcome to the arena. Is this your first time? It is. Excellent. The crowd just loves to see new faces. So, are you ready to rise to the challenge? Or would you like a little reminder of the rules before jumping in? Unless, of course, you're just here to go over the basics and get in some practice.
Ich möchte ganz gerne die Regeln hören. Could you explain the rules again? Certainly. Regular combats take place in groups. Two of your companions will fight at your side. Mhm. In order to become a champion, you'll need to win the 5 challenges that become more and more difficult. Each challenge is broken down into 3 rounds. You can take a breather in between each one. But if you give up on a challenge, you'll need to start all over again from the beginning. Once the challenge has been completed, you can fire any of the rounds you've already won again, just for the fun of it. Okay, versuchen wir mal gleich. I wish to fight alongside the island hunter that was captured. Really? You'd have to go in alone. Your friends will need to stay in the stands. It's okay. Are you sure that this prisoner is worth risking your life for? Yep. This man has been the victim of terrible injustice. I cannot stand aside without doing anything. Well, that's extremely noble of you. But it's just the sort of crazy idea that the crowd loves. I have to warn you, though. If you want to fight now, you will lose your bonus in the running challenges. So. Deswegen habe ich noch nicht angefangen. Aber was machen wir danach? Jetzt kämpfen. Justice cannot wait. I'm ready to fight. Excellent. In that case, the arena awaits you. Oha. Moment, 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 Moment. Taktische Pause. Danke. Ich möchte ganz gerne die Giftfalle zuweisen auf den Punkt. Ei! Auf mich schießen ist aber nicht nett. Weg. Giftfalle. So haben wir sie vergiftet, ist schon mal gut. Bin ich erst weg? Ah ja, wurde ich gerammt. Heilen. Meine Rüstung hat sich auch erledigt. Giftfalle, komm her. So, schön ausweichen und noch einmal beschießen. Dann hätten wir das. What a show! You've won the affections of the crowd. And when the crowd makes a decision, it gets what it wants. You're free, prisoner. I owe you my life, Onol Menawi. Blessed be the winds that have blown you to my side. By what name should I address you? My name is Desarde. In fact, it's your cousin the merchant that sent me. Follow me. Let's go and find him. Okay, jetzt will ich aber eigentlich erstmal die Arena machen. Wir speichern nochmal ganz kurz. Zur Sicherheit. Ja, da hängt er gerade. Das ist ein bisschen ungünstig. Sollte ich vielleicht dann doch auf die Zeit zwischen den Aufnahmen verschieben. Jetzt hoffe ich, bitte, bitte, bitte. Komm schon. Da hängt er sich jetzt. Ich will keine 30-Minuten-Folge machen. Komm schon, komm schon, komm schon. Einmal. Wir können zumindest da rein, aber es nutzt uns hier nichts. Das Spiel hat sich komplett aufgehängt. Ich freue mich, denn das ist sehr ungünstig. Dann haben wir keine andere Wahl, als die Aufnahme hier kurz zu beenden. Und dann werden am heutigen Tage 2 halbstündige Folgen kommen. Statt einer einstündigen, das Ganze dann in Episode, ich glaube 5 ist es, Part 1 und 2. Wir sehen uns dann also gleich in der nächsten Folge wieder.